firmness of faith. Salem war eine der ersten puritanischen Siedlungen. Die gerade angekommenen Kolonisten hatten ihre alten abergläubischen Ansichten aus Großbritannien mitgebracht. Sie waren extrem gläubig und ließen sich in allen Lebensfragen von der Kirche leiten. Man hatte noch nicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die man sich im 18. Jahrhundert aneignete. So wurden Stürme, Ernteausfälle oder Dürren zum Beispiel als Zeichen für Gottes Missgunst angesehen. Als im Dezember 1691 in einem besonders harten Winter mehrere Siedler von einer furchtbaren Krankheit heimgesucht werden, hält man dies für ein Werk des Teufels. Sie leiden unter genau denselben Symptomen, die man zuvor in England beobachtet hat. Sie haben heftige Krämpfe oder Anfälle, winden sich vor Schmerz und schreien vor Angst. Sie spüren Nadelstiche am ganzen Körper und werden von Visionen von wilden Tieren verfolgt. Als immer mehr Menschen erkranken, geraten die Leute in Panik. Sie wollen eine Erklärung für das Unheil. Der Gemeindearzt liefert schließlich die Antwort. Sie lautet Hexerei. Fast ein Jahr lang werden 8 der kranken Mädchen zu den einflussreichsten Personen in Salem. In einem speziell einberufenen Gericht sagen sie aus, dass sie verhext worden seien. Vor den Augen der Bürger erleiden sie Krampfanfälle und klagen über Visionen von wilden Tieren, die laut ihrer Überzeugung von Hexen auf sie gehetzt wurden. Innerhalb von 9 Monaten werden 150 sogenannte Hexen denunziert, festgenommen und eingesperrt. Sie werden vor eine einfache Wahl gestellt, ein Geständnis abzulegen oder hingerichtet zu werden. 19 von ihnen wählen den Tod. Die Optionen lagen auf der Hand. Wer nicht gestand, wurde für schuldig befunden. Und wer gestand, hatte ein Verbrechen gegen Gott begangen, was noch schlimmer war als zu sterben. Doch nun haben neue Untersuchungen der Salemer Hexenprozesse zu einer wichtigen Entdeckung geführt. Die Symptome, die in Amerika und England zur Hinrichtung von unschuldigen Männern und Frauen führten, hatten möglicherweise eine ganz plausible physische Ursache. Professor Linda Caporell ist eine Verhaltenspsychologin aus New York. Sie studiert die Symptome, die zu den Salemer Hexenprozessen führten. Eines Abends saß ich mit einer Freundin zusammen und ging zum zweiten Mal einen historischen Bericht über die Salemer Geschehnisse durch. In einem Abschnitt hielt ich plötzlich inne und dachte, das Ganze könnte mit LSD zu tun haben. LSD, auch bekannt als Acid, ist eine Droge mit einer außergewöhnlich hohen halluzinogenen Wirkung. In den 60er Jahren wurde sie zum berühmt-berüchtigten psychedelischen Zaubertrank der Flower Power Bewegung, die im Haight-Ashbury-Viertel in San Francisco ihren Ursprung hatte. LSD ist bekannt dafür, dass es zu halluzinogenen Trips führt. Diese Zustände können sowohl euphorische als auch albtraumhafte Gefühle hervorrufen. Als Studentin lebte ich in High Ashbury, wo fast jeder über LSD Bescheid wusste. Die Leute erzählten von ihren Halluzinationen, zum Beispiel von Pflanzen, die sich in Tiere verwandelten, oder von Wänden, an denen Bluttropfen oder verschiedene Farben hinunterliefen. Manche sahen Lichter, die sich hin und her oder wellenförmig bewegten. Andere hatten Bauchschmerzen oder ein seltsames Gefühl im Kopf. Diese Erlebnisse, von denen ich vor Jahren als Studentin gehört hatte, hatten eine frappierende Ähnlichkeit mit den Beschreibungen in den Salemer Dokumenten. Ja.
Möglicherweise litten die verhexten Siedler von Salem an etwas Ähnlichem wie dieser Mann, einem schlechten Acid-Trip. Doch sie konnten unmöglich Zugang zu LSD gehabt haben, oder etwa doch? Doch wie konnten die Bewohner von Salem mit einer Droge wie LSD in Berührung kommen? Bei ihren Untersuchungen stößt Professor Caporel auf die Forschungsarbeit des Schweizer Wissenschaftlers Albert Hofmann, der 1943 eine außergewöhnliche Entdeckung machte. Hofmann war ein Neurophysiologe, der eine natürlich wachsende Substanz, den Mutterkornpilz, erforschte. Mutterkorn war schon lange für seine unterschiedlichen chemischen Bestandteile bekannt, mit denen Hofmann experimentierte, um sie für medizinische Zwecke nutzbar zu machen. Eines Tages geriet eine kleine Menge des Mutterkornpilzextrakts auf seine Hand. Über die Haut muss es in den Körper gelangt sein. Nach wenigen Stunden begann er zu halluzinieren. Farben erschienen ihm extrem leuchtend, vertraute Formen wirkten verzerrt. Er hatte aus dem Mutterkornpilz LSD gewonnen. Dank seiner Entdeckung erzielte er einen einschlagenden medizinischen Erfolg und erreichte zur Hippie-Zeit einen gottgleichen Status. Caporel hat nun einen Verdächtigen im Visier. Mutterkorn, ein natürlicher Pilz mit einer LSD-ähnlichen halluzinatorischen Wirkungskraft. Mit Hilfe eines befreundeten Mediziners will sie herausfinden, ob die Symptome einer Mutterkornvergiftung mit denen in Salem übereinstimmen. Ich fragte meinen Freund, ob er eine pharmakologische Enzyklopädie hatte. Er befand sich im Medizinvorstudium, also war es keine so abwegige Frage. Es war beinahe so, als ob die Beschreibungen im pharmakologischen Referenzwerk direkt den Aufzeichnungen der Salemer Berichte entnommen waren. Es war einfach unglaublich. Ein echtes Aha-Erlebnis. Albert Hofmanns Entdeckung von LSD liegt bereits Jahrzehnte zurück. Doch Professor Caporel will dem großen Forscher dennoch ihre neue Theorie unterbreiten. Ich schrieb ihm einen Brief, in dem ich meine Hypothese darlegte, und er antwortete, nun, das klingt plausibel. Es war kein langes Antwortschreiben, aber es hatte meine Frage beantwortet. Sie ist auf der richtigen Fährte. Doch es stellt sich immer noch eine Frage. Wenn Mutterkorn hinter den Halluzinationen steckt, wie sind die Siedler von Salem dann mit dem Pilz in Berührung gekommen? Caporel macht eine weitere entscheidende Entdeckung. Nicht nur Menschen waren von den Symptomen betroffen, sondern auch Tiere. Es sieht also ganz danach aus, als ob es mit der Nahrung zu tun hatte. Doch es musste etwas sein, das sowohl Menschen als auch Tiere zu sich nahmen. Und das deutet auf Getreide hin. Getreide war die Hauptnahrungsquelle in Salem, das vorwiegend in Form von Roggen angebaut wurde. Menschen wie Tiere ernährten sich von Roggen. Aber wie konnte ein Pilz wie Mutterkorn die Roggenfelder kontaminieren? Professor Morris Moss hat sein Leben lang giftige Pilze erforscht. Das hier ist ein Mutterkorn, das kleine Ding, was da herausguckt. Roggen und Gerste sind die hauptsächlich betroffenen Nahrungsgetreide. Aber es gibt noch 17 andere Grassorten, die von Mutterkorn befallen werden. Wenn ein Pilz in seiner Wirtspflanze keimt, nutzt er die Nährstoffe der Pflanze für sich selbst und ersetzt das Gewebe des sich entwickelnden Grassamens allmählich mit seinem eigenen. Wie man sieht, ist es einem Samen ziemlich ähnlich. Es hat einen Samen ersetzt. Es scheint möglich, dass die Roggenfelder in Salem vom Mutterkornpilz infiziert waren. Wenn dies der Fall war, dann war auch das Brot, das die Siedler aus dem Getreide machten, mit den giftigen Substanzen des Mutterkorns kontaminiert. Diese Gebilde enthalten eine große Menge sogenannter Alkaloide. Sie sind hochgiftig und ab einer bestimmten Menge tödlich. Doch sie haben auch eine Reihe anderer Eigenschaften. Manche natürliche Alkaloide haben zweifellos eine halluzinogene Wirkung.
Die Mutterkornalkaloide sind hochkomplex und divers. Aber sie alle haben gemeinsam, dass sie Nervengifte sind. Die Forschungsarbeit von Pharmakologen in Holland zeigt, wie Mutterkorn Krämpfe verursacht haben könnte. Die Untersuchungen des Teams konzentrieren sich auf ein Mutterkorngift namens Ergotamin, das zur Migränebehandlung verwendet wird. Mutterkornalkaloide haben im Allgemeinen eine gefäßverengende Wirkung. Sie ziehen elastische Muskeln zusammen. Nicht überall, sondern in den Blutgefäßen. Wir haben herausgefunden, dass sich Ergotamin besonders auf die Blutgefäße in der Kopfgegend auswirkt. Ein einfaches Experiment am lebenden menschlichen Gewebe zeigt, wie Mutterkorn die heftigen Anfälle ausgelöst haben könnte. Winzige, 6 mm lange Blutgefäßproben werden auf zwei kleine Stahlhäkchen gesteckt und in ein Gewebebad gelegt. Sobald eine kleine Menge des Mutterkorngifts Ergotamin ins Gewebebad gegeben wird, wird die starke, verengende Wirkung sichtbar. In Sekundenschnelle verengt sich das Gewebe durch das Gift und die beiden Häkchen ziehen sich näher zusammen. Das Experiment zeigt, dass Ergotamin die Blutgefäße zusammenzieht. Dadurch wird die Blutzufuhr reduziert, es entsteht Druck in der Brustgegend und auch die Blutversorgung des Gehirns wird gehemmt, was zu Krämpfen, Halluzinationen und ähnlichen Symptomen führen kann. Die aufsteigende Nadel zeichnet anschaulich nach, wie sich das Gift auf das Gefäßstück auswirkt. Bei einem Menschen würde dies durch Sauerstoffverlust im Gehirn zu unkontrollierbaren Krämpfen führen und durch Durchblutungsstörungen das Gefühl von Nadelstichen auf der Haut auslösen. Könnte es sein, dass sich genau das vor 300 Jahren in Salem ereignet hat? Ich halte es für wahrscheinlich oder sogar für sehr wahrscheinlich, dass die Menschen unter Mutterkornvergiftung litten. Auf ihrer Suche nach dem wahren Übeltäter hinter den Verhexungen in Salem hat Professor Caporell einen Hauptverdächtigen gefunden. Doch nun muss sie ihn mit dem Tatort in Verbindung bringen. Professor Caporell findet heraus, dass die westlichen Höfe im Marschland lagen, genau dort, wo Mutterkorn am besten gedeihen konnte. Die Gegend um Salem war jedoch nicht die einzige sumpfige Region der Welt. Und Roggen wurde nicht nur dort angebaut, sondern war schon seit Jahrhunderten eine Hauptgetreidesorte in Teilen Englands und auf dem europäischen Festland. Auch hier muss es Mutterkornbefall gegeben haben. Wenn dem so war, könnte dies eine Erklärung für die großen Wellen der Hexenverfolgung sein, denen im Mittelalter 40.000 angebliche Hexen zum Opfer fielen? Ein Leiden, das ähnliche Symptome wie die Mutterkornvergiftung aufwies, tauchte in ganz Europa regelmäßig unter verschiedenen Namen auf. Antoniusfeuer, Veitstanz oder Krampf- und Brandseuche. Ärmere Bauernschichten traf es in der Regel am schlimmsten. Ihr Roggenbrot war am ehesten mit Mutterkorn kontaminiert. Man kann sich nur zu leicht vorstellen, wie eine Gesellschaft, in der es noch keine Antibiotika gab und der Großteil der Bevölkerung kein medizinisches Wissen oder Zugang zu ärztlicher Hilfe hatte, mit dem Ausbruch einer Nahrungsmittelvergiftung umging und wie schnell sich diese ausbreiten konnte. Da die bäuerliche Bevölkerung keine Pestizide zur Bekämpfung des Pilzes hatte, war sie einer besonders hohen Vergiftungsgefahr ausgesetzt. Wer sich schlecht ernährte, war am stärksten bedroht. Mutterkornvergiftung befällt Menschen mit einem schwachen Immunsystem und insbesondere diejenigen mit Vitamin-A-Mangel. Daher denke ich, waren die Bauern im Mittelalter dieser Gefahr besonders stark ausgesetzt. Es überrascht kaum, dass sich diese schrecklichen Fälle von Mutterkornvergiftung oder Ergotismus in England und auf dem europäischen Festland schnell herumsprachen. Daraufhin wurde jede Krankheit, die auch nur ähnliche Symptome aufwies, fälschlicherweise der Hexerei zugeschrieben. Diese Fälle wurden zu Paradigmen.
Die Leute schrieben darüber. Die Informationen verbreiteten sich und gelangten möglicherweise sogar über den Atlantik in die neue Welt. Auf jeden Fall kursierte das Wissen in Volksbüchern, durch Balladen und Gelehrtenvorträge. Sie wurden zu einem wichtigen Thema. Wenn es solche Ausbrüche von Mutterkornvergiftung gab, fanden sie zeitgleich mit den Wellen von Hexenhinrichtungen in ganz Europa statt? Professor Mary Matosian macht eine erstaunliche Entdeckung. Ich konzentrierte mich auf Europa, denn ich musste nachweisen, warum es nur in bestimmten Jahren und an bestimmten Orten Hexenverfolgungen gab. Ich musste also den ganzen Kontinent betrachten, um sicherzugehen, dass ich nichts übersah. Die Hexenprozesse, die im 16. und 17. Jahrhundert Europa heimsuchten, konzentrierten sich auf ganz bestimmte Gebiete, wie man hier sieht. In England häuften sich die Hexenjagden in den Grafschaften Essex und East Anglia. Matosian fand heraus, dass die Regionen, in denen es Hexenverfolgungen und Hinrichtungen gab, gleichzeitig die Hauptanbaugebiete für Roggen waren. Und nicht nur das. Zu jener Zeit war das Klima in Westeuropa anders als in der Gegenwart. Die Wetterbedingungen waren perfekt für die Entstehung von Mutterkorn im Roggen. Die Theorie, dass Ergotismus fälschlicherweise als Verhexung gedeutet wurde, ließe sich natürlich nur anhand einer Blut- und Gewebeprobe vom Körper einer angeblich verhexten Person nachweisen. Bei den jungen Frauen aus Salem oder England ist dies nicht mehr möglich. Dafür aber bei einer anderen Leiche, die fast 2000 Jahre älter ist, dem Grobalmann. Er gehört zu den berühmten Moorleichen, die in der Eisenzeit als Druiden und Mystiker über ein übernatürliches Götter- und Dämonenreich herrschten, auf mysteriöse Weise in den Mooren bestattet wurden. Dieser Mann wurde erst vor knapp 60 Jahren aus seinem sumpfigen Grab gehoben. Die Genehmigung wurde erteilt, an einem winzigen Stück seiner Darmwand chemische Versuche durchzuführen. Würden wir in der Gewebeprobe Mutterkornspuren finden, hätten wir einen Beweis dafür, dass der Grobalmann zur Zeit seiner Ermordung unter Krämpfen und Halluzinationen litt. Denselben Symptomen, die jahrhundertelang der Verhexung zugeschrieben wurden. Der einfache Versuch ist nicht sehr aussichtsreich. Doch falls nach dieser langen Zeit auch nur die kleinste Alkaloidenmenge im Darm existiert, wäre dies sehr bedeutungsvoll. Mittels Chromatographie werden die verschiedenen im Darm vorhandenen Chemikalien aufgesplittet und als Farbstreifen sichtbar gemacht. Diese werden mit einer vergleichbaren, aktuellen Mutterkornprobe verglichen. Wenn die giftigen Mutterkornalkaloide vom Darm absorbiert wurden, erscheinen sie als blauer Streifen auf dem Papier. Hier ist das Chromatogramm der Darmextrakte. Wir haben mindestens eine Substanz, die sich bläulich färbt, und wir wissen, dass manche Mutterkornalkaloide mit diesem Reagenzstoff diese Farbe erzeugen. Das würde bedeuten, dass mindestens ein Mutterkornbestandteil 2000 Jahre überdauert hat. Möglicherweise. Oder eine Substanz, die der im Mutterkorn ähnlich ist. Ja, genau. Und als zusätzlichen Nachweis haben wir noch ein anderes Sprühreagenz verwendet und Alkaloide in diesem Bereich gefunden. Es sind auf jeden Fall welche vorhanden. Sie sind auf jeden Fall da. Das Vorhandensein von Mutterkornalkaloiden bedeutet, dass die Gifte zweifellos in seine Blutbahn gelangt sind. Die Tatsache, dass dieses Alkaloid in seinen Darm gelangt ist, deutet darauf hin, dass er unter den einschlägigen Symptomen litt. Anfälle, Krämpfe und ein Verhalten, das seine Mitmenschen als Besessenheit oder Verhexung oder dergleichen deuteten. Und deshalb wollten sie ihn töten. Forensiker haben ein mögliches Motiv für einen brutalen Mord gefunden, 2000 Jahre nachdem er begangen wurde. Ihre chemischen Versuche stützen zudem die Theorie, dass Mutterkornvergiftung jahrhundertelang als Verhexung fehlgedeutet wurde. Professor Caporells Theorie ist nun nicht mehr reine Spekulation. Mit den Salemer Prozessdokumenten hat sie ein starkes Argument in der Hand. Doch gibt es bisher keinen ausreichenden Beweis dafür,
dass Mutter Korn einen ganzen Ort dahin raffen konnte. Sie braucht einen eindeutigen Beleg, und zwar aus der Gegenwart. An einem Bücherstand auf einem kleinen Straßenmarkt findet Professor Caporell den entscheidenden Hinweis. Rein zufällig fand ich ein Buch über einen Fall in Frankreich, wo ein ganzes Dorf an einer Mutterkornvergiftung litt. Like a medieval plague, stalking through the towns and villages of Europe, a strange malady that sends people mad has hit Pont-Saint-Esprit in France. The streets are as quiet as the death that threatens its inhabitants. And the cause? Poisoned bread from this deserted baker's shop. Im August 1951 verwendet ein nichtsahnender Bäcker einen Sack mit kontaminiertem Mehl, um die tägliche Fuhre Brot für einen kleinen provenzalischen Ort zu backen. 200 Menschen wurden von einer rätselhaften Krankheit befallen und in den folgenden Wochen wurden zahlreiche Patienten in Krankenhäuser und psychiatrische Anstalten gebracht. Mein Mann ging zur Bäckerei, weil wir nicht mehr genug Brot hatten. Kurz darauf wurde uns übel und wir bekamen Magenkrämpfe. Alle hatten dasselbe. Wir bekamen kein Auge zu und konnten nicht schlafen. Ich arbeitete auf dem Bürgermeisteramt. Und als ich morgens reinkam, war es in aller Munde. Später am selben Tag hörten wir von einem Mann, der ein Gewehr hatte und auf alles schießen wollte, was sich bewegt, weil er es für Halluzinationen hielt. Ärzte und Wissenschaftler kamen aus jeder größeren Stadt der Region. Krankenwagen wurden angefordert und das Bürgermeisteramt wurde zur Notfallzentrale im Ort. Dies sind Originalaufnahmen aus der Zeit. Vor nur 60 Jahren erlebten die Menschen hier dieselben heftigen Krampfanfälle wie in Salem und in England. Dasselbe Kribbeln, als ob Tausende von Insekten unter der Haut entlang krabbeln und angsteinflößende Halluzinationen. Die Geschehnisse in Pont-Saint-Esprit spiegeln die Horrorvisionen, die über Jahrhunderte hinweg als Verhexung gedeutet wurden. Oh, Snakes. Schlangen. Vor Schlangen habe ich am meisten Angst. Ich dachte die ganze Zeit, es sei eine Schlange in meinem Bett. Also rief ich meine Tante, da ist eine Schlange. Ich sah Affen, Bären, Tiger und alles mögliche Getier in mein Schlafzimmer kommen. Die Schlaflosigkeit war einfach schrecklich. Die Kranken müssen an ihre Betten geschnallt werden, während sie von Visionen von Feuer, blutenden Wänden und wilden Tieren geplagt werden. Um vor diesen wilden Tieren zu fliehen, machten die Kranken die Fenster auf und sprangen hinaus. Da war eine etwa 75-jährige Frau im Krankenhaus. Sie öffnete ihr Fenster und sprang plötzlich raus. Aber sie starb nicht, weil sie mit ihrem Nachthemd im Kletterwein hängen blieb. Das rettete ihr das Leben. Aber letztendlich starb sie doch an der Brotvergiftung. Die Frau im Krankenhaus ist nicht die einzige. Bald darauf wird im Ort von mindestens 4 weiteren Todesopfern berichtet. Es sind nicht nur alte Menschen. Einer von ihnen ist gerade einmal 25. Ich hatte ein paar Freunde zu Besuch. Sie kamen vorbei und wir aßen eine Kleinigkeit. Dann wurden sie auch krank, weil sie dasselbe Brot gegessen hatten. In meinem Haus. Dieses verfluchte Brot. Sie gingen nach Hause und später waren sie beide tot.
Sie wurden krank und starben, Mann und Frau. Mit der steigenden Opferzahl wächst auch die allgemeine Panik. Die Menschen wollen eine Erklärung. Aus Marseille werden chemische Tests angefordert. Es kursieren Gerüchte, dass das Brot mit Arsen oder Quecksilber versetzt war. Ein Testergebnis liefert schließlich eine Antwort: Mutterkornvergiftung. Der alte Glaube an Hexerei kommt in dem kleinen französischen Ort wieder auf. Die Menschen wollen sich nicht auf moderne wissenschaftliche Befunde verlassen und suchen eine übernatürliche Erklärung. Manche glauben, die Bäckerei sei vom Teufel besessen und der Bischof von Nîmes wird ersucht, den Laden zu exorzieren. Wäre diese Sache in Frankreich im 17. statt im 20. Jahrhundert passiert, wäre bestimmt jedes Haus im Ort exorziert worden. Wenn Religion eine Erklärung dafür liefert, dass es einen Teufel gibt und dass dieser Teufel hinter diesen außergewöhnlichen Geschehnissen steckt, dann ist es nur allzu verständlich, dass die Leute zum Exorzismus Zuflucht nehmen. Für Caporel bedarf es keiner weiteren Beweise. Seit Jahrhunderten haben wir uns auf übernatürliche Kräfte berufen, um das zu erklären, was uns am meisten Angst macht. Im Mittelalter, zu Zeiten, in denen Menschen von schrecklichen Krankheiten heimgesucht wurden, die sie mit Visionen von wilden Tieren quälten und heftigste Verkrampfungen mit sich führten, schien Hexerei die naheliegendste Erklärung. Nun wurde möglicherweise das wahre Übel hinter den Verhexungen entdeckt: Mutterkorn, ein natürlicher Pilz, aus dem die halluzinogene Droge LSD gewonnen wird. Seine Toxine sind so wirkungsstark, dass sie die schrecklichen Symptome hervorrufen können, die immer wieder Auslöser für Hinrichtungswellen in Salem, in England und auf dem europäischen Festland waren.